Hallo Kali Crew und willkommen zu diesem wunderschönen neuen Video. Okay, das sagt man auch nicht. Ich meinte eigentlich, willkommen zu diesem wunderbaren neuen Video von meinem neuen, wunderschönen Hintergrund. Ich ärgere mich gerade auch ein bisschen, dass ich eure Reaktion darauf noch gar nicht gesehen habe, denn wenn ihr dieses Video schaut, bin ich im Urlaub und habe das eben aufgenommen, bevor die Room-Makeover-Videos online gegangen sind. Und ich würde so gerne wissen, wie ihr das hier findet, weil ich lieb's. Was ich aber auch liebe, ist Pinterest und TikTok und DIYs natürlich. Und deswegen habe ich da immer sehr aufmerksam hingeschaut, wenn ich irgendwas aesthetically pleasing gesehen habe. Ich bin da sehr anfällig dafür. Einige von diesen DIYs will ich heute gemeinsam mit euch ausprobieren, denn die sehen zum Teil auch super entspannend aus und gleichzeitig halt wunderschön, also love that. Bevor wir damit aber starten, erstmal eine Frage von euch. Dieses Mal kommt sie von Joao Tavares. Ich hoffe, das war richtig ausgesprochen. Was war dein Wunschjob, bevor du YouTuberin wurdest? Also ich habe ja BWL im Bachelor und im Master studiert und ich hätte auch da sicherlich Berufe gefunden, die mir gut gefallen hätten, weil mir auch das Studium mega Spaß gemacht hat. Aber ein Traumberuf von mir war eigentlich schon echt immer, Weddingplanerin zu werden. Ich liebe halt alles, was mit Hochzeiten zu tun hat. Ich glaube, ich kann auch ganz gute Partys organisieren und mich so voll emotional in andere Leute reinversetzen. Und ich mag alles, was mit Deko zu tun hat. Ist auch ein super kreativer Beruf, weil man sich da so richtig austoben kann. Und das nachher zu sehen, wie glücklich die Leute sind, wenn man es halt echt gut gemacht hat, das wäre so, wow. Das wäre echt ein Traumjob. Aber dann habe ich YouTube entdeckt und das ist noch besser. Weil ich glaube, hier kann ich echt alles verbinden, was ich liebe und will deswegen diesen Job auch nicht mehr eintauschen. Schreibt super gerne mal in die Kommentare, was euer Wunschberuf ist. Ich bin super neugierig und dann würde ich sagen, legen wir los. Ganz viel Spaß dabei und los geht's. Hey du, abonnieren nicht vergessen. Ich muss zugeben, als ich diesen Trend zum ersten Mal wieder gesehen habe, dachte ich mir so, vielleicht ein bisschen kindisch, weil ich früher als Kind halt immer solche Perlen, Ketten und Armbänder anhatte. Aber dann war ich zu lange auf Pinterest und habe mega viele schöne Inspo-Bilder gesehen, dachte mir so, I'm obsessed. Ich brauche das in meinem Leben. Und daraufhin habe ich mir alles dafür bestellt. Hier habe ich Perlen mit 0,3 mm Durchmesser. Das sind alles sehr bunte Perlen, deswegen habe ich hier nochmal ein Set, was eigentlich nur Pastellfarben in sich hat und ich liebe das. Dann eine Box mit verschiedenen Verschlüssen, je nachdem, was man machen möchte. Und hier eine Box noch voll mit verschiedenen anderen Perlen, wie zum Beispiel hier kleine Herzen oder Buchstaben. Und mit denen möchte ich jetzt auch starten. Und zwar werde ich mir super gerne ein Set aus 3 Armbändern machen, die alle so perfekt gestackt zueinander passen. Jetzt gerade trage ich 2. Das hier ist ein Geschenk von meinen Eltern gewesen und das Smiley-Armband, das habe ich selber gemacht. Und in dieser Form will ich eben auch diese 3 neuen haben. Da habe ich mir überlegt, dass ich ein Armband mit dem Wort Ocean haben möchte. Denn wenn ihr dieses Video schaut, bin ich gerade noch in Sardinien. Auf Sardinien? In Sardinien? Auf, oder? Und ich habe gehört, dass dort das Wasser einfach so blau und kristallklar sein soll wie in der Karibik, also die europäische Karibik jetzt auch genannt. Ich hoffe, genau das kann ich euch dann berichten, wenn ich wieder zurück bin. Folgt mir best auf Instagram, da werdet ihr immer täglich geupdatet. Und dann mache ich mir, glaube ich, hier noch ein kleines blaues Herz dazu. Und für das zweite Armband hätte ich gerne Dream and Create. So heißt ja mein Buch, was im November rauskommt. Und da habe ich auch noch eine richtig coole Info für euch. Wenn ihr aus Stuttgart oder Umgebung kommt, dann könnt ihr super gerne zu meinem Meet and Greet kommen. Das findet am 5.11. statt, von 16 bis 18 Uhr in Thalia. Ich schreibe euch alle Infos dazu in die Infobox. Also kommt einfach vorbei, wenn ihr ein Foto mit mir haben wollt oder mit mir quatschen möchtet oder wenn ich euch euer Buch signieren kann. Das wäre so cool. Oh mein Gott. Und vor allem nach dieser langen, langen Zeit, wo man sich nicht begegnen konnte. Also mein letztes Meet and Greet war November 2019. Ja, das war's. Seither ist einfach so eine lange Zeit vergangen und deswegen freue ich mich nochmal noch mehr als eh schon auf euch. Und ja, ich liebe einfach diesen Titel von dem Buch so, so sehr, weil ich finde, es passt einfach perfekt zu mir, meinem Content und zu unserer Community. Übrigens, dahin steht es, weil ihr es noch gar nicht wusstet. Man kann es auch schon auf Amazon vorbestellen und ansonsten, wie gesagt, ab dem 3. November öffentlich in allen Buchhandlungen und auch ja, überall online. Ich habe aber noch ein paar andere Wörter aufgeschrieben, die ich halt cool finde aus solchen Armbändern, als kleine Inspo für euch. Zum Beispiel Beach oder Babe. Dann so ein Freundschaftsarmband. Eine hat Best und die andere Friends oder der andere Golden. Euer Sternzeichen Summer, Enjoy, YOLO, Love, Be Free, Kali Crew natürlich, California, Good Vibes oder Happy oder Happiness. Für die Armbänder benutze ich immer hier so ein Gummiband, damit man die halt einfach an- und ausbekommt, auch ohne Verschluss. Ich verlinke euch übrigens alle Sachen in der Infobox, die ich hier habe. Und ich weiß nicht, wie lang es sein muss. Ich mache es jedes Mal halt so, dass ich es einfach drum rumlege und abmesse. Und den Faden dann auf jeden Fall deutlich länger nehme, als ich es bräuchte, damit man am Ende noch genug Platz hat, um
das wieder zu verknoten. Ich habe bei einem Set war übrigens hier so eine Miniaturschere mit dabei. Ist die nicht cute? Zack. Für das Ocean Armband nehme ich mir jetzt verschiedene Blautöne. Also hier ist zuerst mal 5 von den hellblauen. Und dann nehme ich mir so Trennperlen, so nenne ich das zumindest. Indem ich hier silberne habe. Gibt es natürlich auch Gold, aber mein ganzer anderer Schmuck ist halt silber, deswegen passe ich das halt darauf an. Mache eine da drauf und dann mache ich weiter mit einer anderen blauen Farbe. So, und dann mache ich wieder eine Trennperle dazwischen. Ich glaube, ich habe mir die kleinste Perlengröße ausgesucht, die es irgendwie gibt. Also ich muss mich hier mega konzentrieren, dieses Loch immer zu treffen. Man muss da voll genau hinschauen. Aber ich finde, die kleinen Perlen sehen halt auch am schönsten aus. Hier hinten habe ich jetzt noch weiß durchsichtige Perlen eingefügt. Und das reicht jetzt erstmal. Jetzt kommen die Buchstaben. Tada! Und jetzt wiederhole ich diese Farbkombi auf der linken Seite. So, und ich mache meine Knoten wie folgt. Also ich nehme die beiden Enden, mache dann einen, ziehe das zu, aber nicht zu straff. Also nicht so, dass die Perlen sich fast schon berühren, sondern wirklich so ein bisschen Luft dazwischen lassen. Denn man braucht natürlich mehr als einen Knoten. Den zweiten mache ich direkt dahinter, einfach genauso. Dann so ein bisschen festziehen. Und jetzt den nächsten Knoten nicht wieder on top machen, sondern ich gebe immer erstmal ein Band auf die andere Seite nach unten drunter durch und mache dann wieder den Knoten und das wechsle ich immer wieder ab, bis ich so 5, 6 Knoten habe. Weil dadurch fällt der nächste Knoten neben den anderen und nicht on top. Sonst stapeln die sich so und dann steht es so raus zum Armband. Deswegen, wenn man einen Knoten gemacht hat, das Ende hier wieder unter dem Armband durchgeben und dann auf der anderen Seite den Knoten machen. Festziehen und dann schnappe ich mir wieder meine Miniaturschere und schneide einfach die Enden ab. Das sieht doch jetzt schon ziemlich cute aus und deswegen mache ich auch direkt weiter mit meinem Dream & Create Armband. Da will ich so ein bisschen Kaktus-Vibes reinbringen. Also mein Buch ist ja auch Mint an sich und mein Kaktus ist da auch drauf. Deswegen dachte ich, vielleicht so grün und rosa in Kombination. Ich habe hier auch so ein richtig schönes Mint, aber irgendwie habe ich gerade voll Lust auf was Knalligeres. Und in diesem Set, da habe ich eben so ein schönes Grün drin und dieses kräftige Pink. Hier habe ich jetzt nur grüne Perlen benutzt, dann mache ich eine silberne Trennperle on top. Dann kommt Dream, dann wieder eine Trennperle in Silber. Obwohl, nee, ich mache glaube ich 3, damit man die Wörter auf jeden Fall gut unterscheiden kann. Oh, zeig mal. Nice. Raffi hat uns gerade hier Spiegel besorgt für ein DIY, was gleich noch kommt. Zeig mal. Tada. Danke an meinen Manager. Ich nehme sie wieder mit. Oh no. Ich habe es falsch geschrieben. Create. Das neue Create. Droop. Ey, das wäre so bitter, wenn man so ein Armband oder eine Kette fertigstellt, da ein Wort drauf ist. Und man es dann nicht gecheckt hat, alles schon verknotet ist und dann merkt man, oh shit, da war ein Rechtschreibfehler. Also immer Double Checking. Und die andere Seite fülle ich jetzt eben mit den rosa Perlen auf. Und das hier ist der finale Look. Ich bin komplett verliebt. Ich finde es so schön in Kombi. Ich habe zu dem Ocean Armband und dem Dream & Create auch noch eins gemacht, in dem silberne größere Perlen drin sind und dann die grünen, blau und pinken aus den jeweils anderen Armbändern, sodass die alle drei, wenn man sie so zusammen hat, einfach perfekt matchen. Mit der gleichen Methode kann man sich natürlich auch ein Fußkettchen machen, was gerade jetzt im Sommer auch super, super schön ist. Und dafür habe ich mir jetzt diese Smiley-Perlen ausgesucht. Am Anfang habe ich noch gesagt, ich will es nicht zu kindisch haben und jetzt halte ich Smiley-Perlen in der Hand. Aber wenn man die richtig einsetzt, werden die wirklich cool. Ich weiß gar nicht, aus was die genau sind. Die fühlen sich so ein bisschen gummiartig an. Auch in der Infobox verlinkt. Aber auf jeden Fall finde ich die so cute. Und ich dachte mir, zu diesem Gelb würde einfach perfekt eine andere knallige Farbe passen. Und zwar dieses wunderschöne Rot hier. Das mache ich jetzt aber schnell off-camera. Und dann schauen wir uns doch direkt das Ergebnis an. Tada! Da ist er auch schon. Ich habe den Smiley zwischen 2 silberne Trennperlen eingefädelt. Daneben dann jeweils 2 rosane und den Rest einfach komplett mit Rot aufgefüllt. Ich finde das so schön und vor allem am Fuß ein mega Hingucker. Und ganz ehrlich, Leute, wie cool ist es, wenn man sagen kann, man hat den Schmuck, den man trägt, selber gemacht, oder? Ich finde es richtig nice. Und kleiner Funfact auch noch am Rande. Vor 2 Wochen bin ich zu meiner Freundin nach Berlin gefahren und hatte da mega lange Zeit, um genau solche Armbänder und Kettchen zu machen. Und habe mich da so in diesen Smiley verliebt, dass ich ihn mir tätowieren lassen habe.
Der lächelt mich jetzt jeden Tag hier an und macht mir auf jeden Fall mega gute Laune, genauso wie der Schmuck. Deswegen hoffe ich, dass es euch gefällt. Falls ihr es nachmachen wollt, dann schaut mal in die Infobox. Ich habe euch da meine Amazon-Seite verlinkt und da gibt es alle Produkte, die ich von dort hier eingekauft habe. Ist auch wirklich nicht teuer, macht aber dafür mega viel Spaß, aber auch ein bisschen süchtig. Ich gebe es zu. Honey, I'm a perfect 10. Tote Bags sind einfach was sehr Praktisches und wunderschönes. Deshalb habe ich ja auch meine eigene hier gemacht. Link dazu immer in der Infobox. Aber man kann die natürlich auch selber irgendwie verzieren, denn die meisten, die man so irgendwo im Laden kaufen kann, sind so in Natur. Und die sehe ich auch wirklich super oft, wenn es irgendwie um Aesthetic DIYs geht. Denn man kann die mit Textilfarbe einfach perfekt bemalen und genau das haben wir jetzt vor. Und ich mache das immer ganz geschickt, würde ich sagen. Man kann sich natürlich selber auch ein Design überlegen, aber ich liebe es halt irgendwie eine Vorlage zu haben, damit ich auch weiß, es wird auf jeden Fall gut und kann mich so ein bisschen mehr dabei entspannen, weil ich es einfach nur abzeichne. Ich gebe das offen zu, Leute. Und deswegen schnappe ich mir jetzt einfach meinen Laptop und suche mir da ein schönes Muster aus. Dafür gehe ich meistens auf Pinterest und suche mir irgendein schönes Bild aus, einen Spruch, ein Design, irgendetwas, was ich schön finde, kopiere mir das in Word rein und dann drucke ich es einfach in der passenden Größe aus. Et voilà, eine perfekte Vorlage. Ich habe jetzt hier drei Stück. Einmal The Best Is Yet To Come, Welcome to the Love Club oder Cool und dann dieser Schrift, die immer so wobbliger wird. Legt auf jeden Fall etwas in euren Beutel rein, damit die Farbe auf keinen Fall auf die andere Seite durchdrückt. Zum Beispiel ein Block. Das Cover war übrigens auch mal DIY. Das lohnt sich aber nicht, sondern einfach hier so eine Seite. Darauf kommt dann das Design und das kommt dann in die Tasche rein. Irgendwie sieht man das jetzt noch voll schlecht durch, weil der Kontrast ja nicht so krass ist. Also die Farben von dem Bild, die ähneln sich halt sehr. Deswegen, kleiner Lifehack, Moment. Nehme ich mir jetzt hier einfach einen schwarzen Marker und fahre die Schrift nochmal nach. Ich hätte natürlich auch direkt am PC den Kontrast hochsetzen können, aber das hier ist auf jeden Fall auch eine gute Lösung. So, und dann zweiter Versuch, nochmal rein in die Tasche. Ah, ja, jetzt sieht man es richtig gut durch. Dann kann es losgehen mit der Farbe. Hier habe ich meine ganzen Textilfarben drin. Ich überlege gerade, ob ich Blau oder Grün lieber nehmen soll. Ich finde beide Farben mega schön. Ich nehme Blau. Und ich finde, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um sich irgendein YouTube-Video anzumachen und einfach nebenher ein bisschen zu malen. So, mittlerweile haben wir hier volles Haus. Alle sind mit am Start. Und ich bin fertig geworden. Es war super einfach, weil man, wie gesagt, einfach nur abmalen muss. Und da ist das gute Stück. Ich liebe das Blau davon. Und ich habe hier noch einen dritten Smiley hingemacht, weil ich fand, drei sehen besser aus als zwei. Und ich freue mich einfach schon drauf, mit der irgendwo einkaufen zu gehen. Und dann sieht die Person, die neben mir in der Kasse steht oder so, diesen Spruch und ist hoffentlich auch motiviert und bekommt auch ein Lächeln aufs Gesicht. So, aber jetzt habe ich noch Lust auf eine zweite Version. Die habe ich auch noch nie ausprobiert. Dafür nehme ich mir wieder eine naturbelassene Tasche und schnapp mir Klebeband und eine Schere. Damit will ich jetzt so ein Viereck abkleben. Das ist natürlich jetzt sehr schlecht für euch, wenn man sieht das, glaube ich, gar nicht auf der Kamera. Aber ich denke, ihr könnt euch ein Viereck ganz gut vorstellen. Hier sieht man es eigentlich ganz gut. Da ist das Klebeband und in der Mitte ist dann dadurch eben das Viereck hier komplett frei. Und da kommt aber wieder Farbe rein. Und ich glaube, diesmal nehme ich Grün. Ich muss ehrlich zugeben, solche Farbwahlen stressen mich manchmal richtig, weil ich mir denke, ich will nichts falsch machen. Kann man eigentlich auch nicht, aber die Farbwahl macht schon viel aus nachher. Diese vier Farben sind jetzt die Kombi, die ich benutzen möchte. Und die trage ich jetzt mit einem dickeren Pinsel auf. Jetzt habe ich fast vergessen, was reinzulegen. Das hätte ich bereut. Und die Farben trage ich jetzt in so Wellenbewegungen auf. So, Friends, jetzt kommt hoffentlich der beste Part, und zwar das Abziehen. Die Farbe ist noch feucht. Ich denke mir, jetzt ist der beste Zeitpunkt dafür. Und ich hoffe, es hat jetzt funktioniert, was ich mir hier ausgedacht habe. Das heißt, wenn ich das abziehe, sollte da eine richtig scharfe, farbige Kante sein. It worked! Yes! Und weil es so schön war, noch einmal, meine Damen und Herren. Is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend.
zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, what the heck ist ein Blob Mirror? Das klingt nicht nur lustig, es sieht auch echt funny aus. Ich war mir am Anfang auch nicht sicher, ob ich es mag oder nicht. Aber irgendwie habe ich jetzt die Neugierde gepackt und ich will das mal selber ausprobieren. Dafür habe ich mir Fimo-Knete besorgt. In drei verschiedenen Farben. Und zwar hier lila, eine Art dunkleres Mint. Ich hätte vorher gerne so ein helles Mint gehabt, aber gab es leider nicht. Und weiß. Die will ich jetzt als Rahmen auf dieses Spiegel hier machen. Oh, hello. Das sieht ja funny aus. Ich habe hier einmal einen runden. Ah, jetzt seht ihr euch übrigens mal, dass die Kamera das Ringlicht. Und dann habe ich auch noch einen eckigen. Tada! Der Prozess an sich klingt auch mega leicht. Schritt 1 wird davon sein, dass man sich die Knetmasse nimmt und die zu einer langen Wurst ausrollt. Eieiei. So, hier haben wir jetzt zwei lilane lange Nudeln und auch noch zwei in weiß. Und die bringen wir jetzt auf dem runden Spiegel an. Denn mein Vergangenheits-Ich hat schon mal was probiert, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Roll the clip. Passt das überhaupt hier drauf? Oh nein. Der Spiegel ist genauso groß wie das Backblech. Das heißt, diese Dinger würden dann drüber rausragen. Das geht gar nicht. Ich kann es gar nicht in den Ofen schieben. Das ist zu groß. Tja Leute, lernen wir aus meinen Fehlern. Wenn ihr große Spiegel benutzen wollt, dann nehmt Knete, die an der Luft aushärtet. Und wenn ihr eben welche nehmt, wie ich jetzt hier, die in den Backofen muss, dann an kleine Spiegel denken. Und eine Sache, die ich jetzt auch gerade gelernt habe, man legt zuerst den Spiegel hin und dann da drauf das Backpapier. Dann kann man nämlich den Spiegel gleich rausziehen, unten drunter und muss die Knete nicht mehr anfassen. Genius. So, ich verbinde jetzt die zwei Enden jeweils miteinander, also weiß und lila. Überlappe ich hier so. Und dann twiste ich die so um sich drum herum, damit einfach dann die Verbindung viel schöner aussieht, anstatt dass es so von hart weiß auf hart lila übergeht. Irgendwie finde ich das hier schöner. Und dann machen wir einen Blob daraus. Also die Knete möglichst in gleichmäßigen Wellenlinien einmal drum herum geben, sodass ein Teil eben immer auf dem Spiegel ist und der andere Teil dann drüber hinaus steht. Das sieht doch richtig cool aus. Ich glaube, man könnte es auch vielleicht so machen, dass die alle so unterschiedlich lang sind, damit es wirklich mehr nach so einem Blob ausschaut. Aber irgendwie mag ich das Gleichmäßige hier bei meinem, deswegen lasse ich den so. Was ich euch noch als Tipp mitgeben kann, ist vorher den Tisch gut abzuputzen, weil in meiner weißen Knete ist es schon vielleicht eine kleine Variation an Fusseln vorhanden. Aber so kommt es jetzt in den Ofen. Wir brauchen hier ein bisschen Teamwork. Der Blob wird abtransportiert. Da liegt er nun und ich lasse ihn jetzt für 30 Minuten bei 110 Grad drin. Halte mich da einfach an die Anleitung von dem Hersteller. Immer nachlesen. Irgendwie hätte ich gedacht, dass es komplett steinhart wird. Ist es an sich auch, aber man kann es noch so biegen. Es ist noch so... Eigentlich ganz gut. Und jetzt kann man es auch ein bisschen variieren, wenn man es aufklebt. Das ist nämlich der letzte Schritt. Ich nehme jetzt einfach Heißkleber oder Sekundenkleber und klebe es auf den Spiegel auf. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Okay, das sieht wirklich ästhetisch aus. Ich finde es richtig schön und vor allem fast genauso wie meine Inspo-Bilder. Ich bin ein bisschen stolz. Ich bin nur froh, dass ich nicht die grüne Farbe genommen habe, weil sonst könnte es ein bisschen aussehen wie so ein Virus. Und das wollen wir nicht. Aber die Kombi aus Lila und Weiß sieht richtig schön aus. Friends, ich hoffe, euch hat das Video genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich liebe alle von diesen DIYs. Aber wenn ich es ranken müsste, dann würde ich genau die Reihenfolge nehmen, wie ich es auch gefilmt habe. Also zuerst die Armbänder, dann die Toteback und dann den Spiegel. Schreibt mir sehr gerne eure Reihenfolge in die Kommentare. Und schaut natürlich auch gerne in die Infobox. Da habe ich euch alle Produkte verlinkt, die ich verwendet habe. Vor allem auch die ganzen Perlen hier. Und in der Infobox findet ihr auch wie immer meinen Merch-Shop. Holt euch super gerne was, wenn ihr mich supporten wollt. Oder bestellt euch gerne mein Buch vor. Das ist auch in der Infobox auf der Amazon-Seite verlinkt. Ansonsten kommt jetzt super gerne rüber zu mir auf Instagram, dann könnt ihr gerade vielleicht noch etwas von meinem Urlaubs-Spam mitbekommen. Und ansonsten natürlich abonnieren, damit ihr mein nächstes Video nicht verpasst, denn da sehen wir uns garantiert wieder. Und bis dahin, macht's gut, Leute!